Hey ihr Lieben, hier ist wieder Julia von Händchen in Hand und heute nochmal mit einem Thema, was nichts mit Grundschullehrern zu tun hat oder Grundschule oder Schule oder Schulsystem, sondern es geht um Tipps für mehr Energie im Kita-Freialltag beziehungsweise auch im Freilerneralltag. Das ist ja ähnlich, ne? Weil diese Grenze, der Hammer, der dann mit 7 Jahren fällt, den haben andere festgelegt. Letztlich begleiten wir ja immer unsere Kinder beim Lernen, beim sich entwickeln, beim Entdecken. Also von daher würde ich da gar keinen großen Unterschied machen und packe beides in den Titel. Und ja, wen unser Kita-Freialltag mehr interessiert, der kann gerne auf Instagram vorbeigucken. Ich habe den Account in der Videobeschreibung verlinkt. Und da, ja, da könnt ihr mal sehen, was wir so in den letzten Jahren immer gemacht haben. Natürlich haben wir mehr gemacht. Ich poste da nicht so sehr oft, aber ja, falls euch das interessiert. Und dann legen wir einfach gleich los. Es ist natürlich eine andere Art von Leben, als wir das so kennen. Ja, im System wird uns ja unser Kind quasi abgenommen. Und alles, was damit zusammenhängt, mit einem eigenen Kind den Vormittag zu verbringen, wird uns auch abgenommen. Vormittag oder vielleicht sogar den Nachmittag. Und es wird uns auch abgenommen, wirklich zu spüren, dass wir Vollzeit für dieses Kind da sind. Also, dass wir quasi die Verantwortung für das Kind haben. Und zwar von dem Moment, wo es morgens wach wird, bis zu dem Moment, an dem es abends einschläft oder vielleicht noch minus Mittagsschlaf zwischendrin. Aber das ist natürlich eine andere Art zu leben, weswegen es so wichtig ist, auf euren Energiehaushalt zu achten. Denn es gibt dort nicht so eine wirkliche Atempause. Ja? Die Kinder sind da und die fordern und die verstehen natürlich nicht unbedingt, wenn man mal Kopfschmerzen hat oder dies oder jenes, also umso älter, umso mehr natürlich, verstehen sie das auch. Aber es ist sehr wichtig, sich erstmal zu vergegenwärtigen, dass es eben ein anderer Tag ist, anderer Tagesablauf, andere Strukturen sich vielleicht etablieren. Die sind bei jedem ganz individuell, da kann ich jetzt nicht so sehr drauf eingehen. Weil jeder andere Dinge hat, die ihm wichtig sind, andere Fixpunkte in der Woche vielleicht, ja. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr schaut, dass ihr eure Energie so in Balance haltet, dass ihr euch nicht komplett verausgabt und dann erstmal umfallt sozusagen und dann wieder aufholen müsst und nicht so stabil in eurem Alltag sein könnt. Also, was ich wichtig finde, ist Ausmisten. Ausmisten ist ganz wichtig, weil wenn in der Küche überall alles rumsteht, ja, es gibt ja auch hier diese magische Küchenspüle oder so, also das einfach immer in Ordnung haben oder zu probieren, das ist bei uns auch nicht so klar, aber das ist auf jeden Fall was hilft. Weil wenn ich mich erstmal durch irgendwelche Berge durchwühlen muss, um irgendwas zu finden, kostet alles Energie. Ja, also einfach immer schauen, was zieht Energie, was dauert lang. Ich meine, es gibt Leute, die stört es nicht, okay, dann nehmt den Tipp nicht mit für euch. Es sind Anregungen und ihr könnt euch rauspicken, was für eure Person, für euer Menschsein passt. Auf jeden Fall, umso weniger Kram ihr rumstehen habt, umso weniger Kram ihr generell in der Wohnung habt, umso weniger fällt runter, umso leichter ist es, Ordnung zu halten und. Das finde ich also sehr, sehr wichtig. Dann ist es ganz wichtig, auch mehr in euch zu gehen, euch mehr zu spüren. Ich reiße das nur kurz an. Wie gesagt, was dann für den Einzelnen zutrifft, das wäre dann vielleicht eine Sache für Coaching etc. Nicht bei mir jetzt unbedingt, auch gern bei anderen Leuten, aber es ist jetzt nur mal so eine generelle Empfehlung. Spürt mal in euch rein,
Zum Beispiel, man kann mit Farben arbeiten und sagen, okay, welche Farbe spüre ich jetzt? Und dann sagen, okay, jetzt ist es braun, grau, schwarz gemischt und ich hätte gerne rosa. Und dann atme dir einfach rosa Luft ein. Oder ja, also so in die Richtung. Oder ihr stellt euch eure Lieblingsfarbe vor und atmet die ein. Oder ihr stellt euch vor, ihr sitzt am Meer und atmet Meerluft ein. Und zwar immer dann, wenn ihr mal eine Pause habt oder auch nebenbei. Umso mehr man das übt, umso schneller kann man das auch, während man mit dem Kind Bilder malt, während man mit dem Kind spazieren geht. Und einfach euch wieder verbinden mit der Natur, mit eurem Energiefluss, mit eurem Flow. Da gibt es so viel verschiedene Übungen, ja. Also das ist ganz wichtig und es gibt euch wieder Kraft. Und genau, achtet darauf. Wir haben ja alle so ein inneres Leuchten, wenn die Kerze auszugehen droht, ne? Wenn ihr so absackt, dann wirklich Energie einatmen. Übungen machen. Es gibt auch zum Beispiel den vitruvianischen Mensch von Leonardo da Vinci. Kennt ihr bestimmt. Ihr könnt euch auch so hinstellen, also wie so ein Ampelmännchen bei Rot. Und dann einfach euch vorstellen, durch Kopf, Hände und Füße einzuatmen und auszuatmen. Und dann zentriert ihr euch im Herzen. Wenn ihr die Arme so schräg hoch macht und die Beine auch schräg quasi nach unten ungefähr in diesem Winkel, dann zentriert ihr euch im Bauch. Solarplexus, inneres Kind. Gerade wenn man sich gut getriggert fühlt von den Kindern, ist das eine super Sache. Also das empfehle ich euch. Sucht euch daraus, was euch gut tut. Ja, vielleicht macht ihr Yoga, vielleicht wisst ihr sogar schon, was euch gut tut. Einfach dann nur erinnern und solche Dinge mit einbauen in den Alltag. Dann ist ganz wichtig ein Notfallprogramm, wenn gar nichts mehr geht. Das ist wichtig, damit ihr wisst, okay, ich habe da noch einen Sicherheitsanker, wenn ich wirklich jetzt gerade getriggert bin, wenn ich überfordert bin, bevor ich mein Kind anschreie, dann tue ich eine schöne DVD in den DVD-Player oder was auch immer ihr da für euch rausgefunden habt. Oder ein schönes Hörspiel oder ja, irgendwas, wo ihr genau wisst, das Kind ist damit beschäftigt. Oder ein Spiel, was ihr halt nicht immer stehen habt, sondern was ihr im Schrank habt, dann rausholt und wo ihr wisst, das interessiert mein Kind. Ich habe zum Beispiel jetzt rausgefunden, ich habe hier noch einen Haufen Hefte übrig von meiner, ja, Tätigkeit damals als Grundschullehrerin. Und ich gebe ihr die Hefte einfach zur freien Verfügung. Ja, sie muss jetzt nicht diese Aufgaben da machen, um Himmels Willen. Sie malt dann das halt einfach da darin ein bisschen rum aus und ganz lustig und auch interessant, was da rauskommt, wenn man nicht diese vorgegebenen Aufgaben macht damit. Sehr, sehr schön. Also einfach, ja, nicht immer nach Dingen suchen, oh, und jetzt muss das Kind das können. Und einfach, schaut einfach auch, beobachtet auch das Kind mal in freien Spielphasen, was es so macht. Und manchmal ist es auch sehr gut, wenn man das Kind einfach kurz anleitet, wenn man sich selber ein kleines Spiel ausdenkt mit Playmobil-Figuren oder was auch immer ihr habt oder mit Holzfiguren oder Grimm-Spielzeug und dann einfach da was anleiten, ein bisschen mitmachen und man merkt sofort, irgendwann kann man sich dann rausziehen. Jetzt werden manche sagen, nicht bei meinem Kind, okay, dann eben in dem Fall die schöne DVD. Gibt es auch wirklich, wirklich schöne Filme. Wir achten persönlich immer drauf, dass die Filme nicht zu sehr dieses gesellschaftliche Bild, übergestülpte Bild reproduzieren oder dass zu viel Szenenwechsel oder irgendwelche komischen, weiß ich nicht, Computer-Dinge, die Leute dann können, so dass das schon so vermischt ist mit Mensch und Maschine, so sowas fliegt raus. Halt einfach wirklich schöne Sachen, die sich auch vor allem mit Natur beschäftigen, vielleicht mit Tieren. Da achten wir drauf, aber das ist natürlich für euch ganz individuell. Das könnt ihr auswählen nach eurem Empfinden und Dafürhalten. Ja, genau. Was auch sehr gut ist, wenn die Energie gerade enorm absackt, ein schönes Zitronen ätherisches Öl in den Diffuser oder Orangenöl,
Oder, also ich finde, für mich ist es so, dass alle Zitrusfrüchte einfach total happy machen. Und wenn ihr kein Öl habt und keinen Diffuser, vielleicht habt ihr eine Orange oder eine Zitrone da, aufschneiden, dran riechen, super gut. Und das gibt halt einfach so ein bisschen so ein glücklich Gefühl. Und das reicht ja manchmal schon, um den Akku zumindest ein bisschen wieder anzuheben. Ganz wichtig ist natürlich, dass ihr auch unnötige Arbeitsquellen beseitigt. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr im Haus oder in der Wohnung rumlauft oder im Wohnwagen oder was auch immer, wo ihr lebt, und ihr seht, okay, das steht auf 7:30, das könnte runterfallen oder dies oder jenes. Tut es gleich weg. Es wird garantiert runterfallen. Also unnötige Arbeitsquellen beseitigen. Oder wenn ihr wisst, das Kind neigt dazu, in gewissen Spielsituationen gegen Ende unruhig zu werden, dann einfach das schon ein bisschen vorwegnehmen und dann das Kind die Aufmerksamkeit woanders hin leiten, vorsichtig, sodass dann eben nicht, bei uns war zum Beispiel lange Zeit Ritual, dann das Wasser von den Wasserfarben einfach mal so auf den Boden auszuschütten. Wir haben Fliesen, kein Problem, aber irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, warst du nicht achtsam genug? Ne, das kann man auch vorher manchmal abbiegen. So, es gehört halt viel Beobachtung auch dazu, um sich selber Arbeit zu ersparen, die einen halt dann einfach auch irgendwann nervt. Ja, dann ist sehr gut, eine Liste mit Beschäftigungsmöglichkeiten irgendwo hinzuhängen, wo man ganz genau weiß, das macht mein Kind gern, weil manchmal kommt man, wenn man so total festgefressen ist, nicht auf die einfachsten Ideen. Und dann ist so eine Liste ziemlich gut. Was auch gut ist, generell, wenn man weiß, das Kind will oft backen, dann einfach Rezepte an den Kühlschrank hängen oder dass man nicht immer ewig nach allem suchen muss. Solche Dinge einfach mit Listen, mit Visualisierungen, mit allen möglichen Dingen arbeiten, die euch da unterstützen. Super, super wichtig ist genug Schlaf, den ich mir dann auch genehmigen werde, nachdem ich mit diesem Video fertig bin. Schlaf ist A und O. Wenn ihr schon so halb ausgeschlafen nur in den Tag startet, dann wird der Tag natürlich manchmal eine Qual. Und ich verstehe es gut. Bei mir ist es auch so. Ich kann auch erst was machen, jetzt zum Beispiel ein Video oder was lesen oder was an der Homepage machen oder hier oder da oder dort aufräumen, wenn mein Kind im Bett ist. Ne? Deswegen sage ich ja, der Tag von oft Mamas, manchmal Papas, oder auch im Wechsel, die ihre Kinder von Menschen, die ihre Kinder zu Hause betreuen, der sieht einfach anders aus. Und deswegen muss man über den Tag verteilt immer wieder sich kleine Oasen schaffen. Das habt ihr bestimmt schon ganz oft gehört. Und wie die für euch aussehen, das ist natürlich super individuell. Für manchen ist es ein Stück Schokolade und ein Kaffee. Ich trinke persönlich keinen Kaffee mehr, nur noch Dinkelkaffee oder Lupinenkaffee. Und dann ist es halt mal ein Lupinenkaffee oder mal ein Tee oder. Einfach was Schönes, was ich mir mache, oder ein leckeres Brot oder ein Smoothie, ganz egal, ne? Ja, das ist auf jeden Fall wichtig und damit steht auch im Zusammenhang, dass euer Körper natürlich gut versorgt sein muss mit Nährstoffen. Das ist super wichtig, dass ihr irgendwie gute Dinge habt, die euch nähren. Wer jetzt viel mit Wildkräutern unterwegs ist, der hat das Problem wahrscheinlich weniger, denn es sprießt jetzt aus allen Ecken und dann kann man damit auch super seinen Mineralstoffbedarf decken und auch Vitaminbedarf. Und wer da nicht so dafür ist, der sucht sich halt ein schönes Präparat, was wirklich alles hat, was ihr braucht. Und wenn ihr euch noch nicht gesund, kräftig, vital genug fühlt, dann lasst es einfach mal testen beim Heilpraktiker, was fehlt mir, was brauche ich und dann vielleicht was empfehlen. Das lohnt sich auf jeden Fall, weil oft haben wir Mangel. Bei mir war es zum Beispiel, ich war sehr unterversorgt mit Jod. Ist auch typisch für Vegetarier, Schrägstrich, Veganer, weil Jod da einfach nicht in so vielen Dingen vorkommt, wenn man nicht so viele Algen isst und das nicht so mag. Ja, also und da merkt man echt den Unterschied. Also da fehlt einem manchmal so die Kraft. Und wenn ihr so merkt, okay, ich habe jetzt genug geschlafen, ich habe genug gegessen, ich habe mir eine Pause gegönnt und ich bin trotzdem hundemüde, könnte es sein, dass euch eben irgendein Vitalstoff fehlt. Ja, also das finde ich super wichtig. Und ja, dann ist es auch gut, bei mir merke ich nämlich immer Folgendes, wenn ich jetzt wirklich mal frei habe, mein Mann sagt,
Ich gehe jetzt mal raus mit der Kleinen 2 Stunden im Wald spazieren. Dann geht so, oh, es war jetzt Hilfe. Und ich habe am Ende manchmal gefühlt die Zeit gar nicht so für mich genutzt. Deswegen auch wieder Liste, nämlich eine Pausenliste. Die kann man auch aktualisieren. Was mache ich gerade? Woran arbeite ich gerade? Was möchte ich gern machen? Und dann kann man da einfach schnell gucken und weiß genau, okay, also von den Sachen hier spricht mich das heute an. Also ihr merkt, es geht so ein kleines bisschen darum, achtsam zu sein mit seinem Alltag, zu beobachten, was macht das Kind. Zum Beispiel auch, wann geht das Kind in freies Spiel über? Wann bietet sich für mich eine Pause an oder eine Lücke, wo ich eben Mittagessen machen kann, wo ich vielleicht mal was aussortieren kann, putzen kann, packen kann, je nachdem, was man halt gerade so auf seiner Liste hat. Also diese Pausenliste ist auch sehr, sehr gut. Und wie gesagt, Pausen zu erkennen, die sich anbahnen für einen, wenn das Kind halt wirklich im Flow ist und gut beschäftigt, und diese Pausen dann auch mal nutzen, um sich wieder zu erholen und auch zu erden, vielleicht wirklich sich vorstellen, Erde ins Sakralchakra zu packen, ins Wurzelchakra und einfach sich zu verbinden, ja, und nicht zu kopflos durch den Alltag zu schwirren. Und ja, das war's jetzt erstmal so als erstes grobes gesammeltes Tipp, Kompendium, nein, kein Kompendium, aber ihr wisst, was ich meine. Und als letzter Tipp noch, macht die Waschmaschine nicht so voll, denn es gibt nichts Schlimmeres als eine überladene Waschmaschine, die man dann auch noch aufhängen muss. Ne? Oft ist es ja so, die piepst dann, wenn man gerade überhaupt keine Lust hat, und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man sie trotzdem gleich aufhängt, wenn sie nicht so voll ist. Das war jetzt mit einem kleinen Augenzwinkern, aber ja, unterm Strich geht es einfach darum, erstmal anzuerkennen, der Alltag ist ein anderer. Es gibt dafür noch nicht so viele Hinweise, Tipps und so weiter. Man kann die sich zusammensuchen und muss halt einfach für sich einen Weg finden, wie man den Alltag gut gestalten kann. Also für mich ist es persönlich nicht so gut, wenn ich irgendwie zeitlich festgelegt bin, weil ich dann Sklave meiner Uhr bin und ich habe gar keine Uhr mehr an der Hand, weil habe ich mal im Zuge meiner Schilddrüsen Unterfunktion, die ich mal hatte, gelesen, dass das nicht gut ist, wenn hier immer ein anderer Puls reingegeben wird durch Sekundenzeiger oder Strahlung etc. Also deswegen, seitdem trage ich auch keine Uhr mehr. Und darum geht es letztlich. Es geht darum, dass wir nicht uns versuchen, in so einen Kindergartenalltag reinzuzwängen, weil das funktioniert halt vielleicht im Kindergarten in der Gruppe gut, aber mit den eigenen Kindern erfahrungsgemäß nie so gut. Und deswegen weiß ich natürlich, dass es Leute gibt, die brauchen ihre feste Struktur und die sollen das dann auch machen. Aber reflektiert euch immer, dient mir die Struktur oder diene ich der Struktur? Und dann, wenn ihr euch das beantworten könnt, sodass die Struktur euch dient, dann ist das prima. Und wenn es andersrum ist, dann schaut einfach, wo kann ich was flexibler gestalten. Ja, also ich glaube auch, dass es sehr um Flexibilität geht beim Kita-Frei-Alltag. Und es geht ja auch, die Welt, in die wir uns hoffentlich bewegen, geht ja auch viel mehr darum, im Hier und Jetzt zu sein, geht viel mehr darum, bei sich zu sein und auch beim Kind. Ja, also ganz oft merke ich das auch bei mir noch, dass ich einfach dies machen will, jenes machen will, das noch schaffen will und dann auch nicht immer schaffe, im Moment zu sein bei meinem Kind, sondern in Gedanken schon wieder dies mache, jenes mache. Und das dürfen wir überwinden. Das haben wir eingetrichtert bekommen unser ganzes Leben. Struktur, Struktur, Struktur und Routinen, Routinen, Routinen. Und ein gewisser Rahmen ist natürlich wichtig für Kinder, aber viel wichtiger ist, dass wir bei dem Kind sind und nicht in unseren Strukturen leben. Ja, das ist einfach die neue Zeit und das ist, was wir jetzt alle zusammen lernen dürfen. Und da braucht ihr euch auch nicht von Leuten einreden zu lassen, dass das Kind zu spät ins Bett geht oder zu lange schläft. Das ist völlig eure Sache. Ja, das ist völlig euer Biorhythmus, der Biorhythmus des Kindes. Und ihr schaut, ja, also natürlich könnt ihr, wenn es euch nicht gut tut, versuchen, das Kind so ein bisschen, ne,
dahin zu bewegen, dass der Rhythmus gut übereinstimmt. Bei uns variiert und schwankt das manchmal. Aber wir können nicht ein kindergartenfreies Kind vergleichen mit einem Kind, was morgens um 6 oder um 7 aus dem Bett gezerrt wird und dann abends halt dementsprechend auch um 6, um 7 schon wieder im Bett liegt. Ne? Wenn das Kind morgens bis um 9 schläft, na, dann ist es abends halt auch länger wach. Das ist halt einfach so. Und ja, wir sind ja nicht mehr in der Zeit, in der Kinder immer abgesondert wurden und so schnell wie möglich ins Bett geschickt wurden. Und Kinder und wir wollen ja zusammenleben und uns auch wieder annähern sozusagen. Und darum geht es bei Kita frei. Und deswegen hoffe ich, dass euch meine Tipps für mehr Energie in eurem Kita-Frei-Alltag oder auch im Freilerner-Alltag geholfen haben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr es teilt, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke drückt, weil sonst bringt das Abonnieren für euch nicht wirklich viel, weil ihr dann die neuen Videos nicht angezeigt bekommt. Und ja, ansonsten teile ich auch immer auf meinem Telegram-Kanal die aktuellen Videos. Falls ihr jetzt sagt, ich abonniere nicht bei YouTube oder meldet mich da nicht an, dann könnt ihr auch den Telegram-Kanal, den ich auch unter dem Video verlinkt habe, abonnieren und wisst dann auch quasi eigentlich, wenn ich es nicht vergesse, sofort Bescheid. Genau, also in diesem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem. Und bis zum nächsten Video und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis hierher, eure Julia.